größeren Zeug, Mann. Wo hat denn das bloß her? Oh, shit, Mann. Alter, meine Fresse, ey. Wenn du von hier kommst und auch so gerne Weed raus, kennst du sicher diesen Typ, bei dem es riecht wie im Greenhouse. So sieht's aus, den feinsten Stoff in Tüten gedreht. Man nennt ihn hier in dieser Stadt einfach den Typ mit dem Haze. Mit dem Haze. Er hat auch Stoff, den er verkauft für Geld. Doch den Beutel mit dem feinen Zeug, den raucht er selbst. Manchmal labert einer Scheiß oder die Frau macht Stress. Doch er bleibt ruhig und relaxed, denn das Kraut macht Cash. Easy. Er hängt nur ab, doch hat nie Langeweile. Denn er sammelt in einer Plastiktüte 100-Euro-Scheine. Wenn ihr kleine Fofi-Szener oder 20 ihm geht, kauft er sich Wettscheine von OZ und ein Nachtsichtgerät. Alles ist cool, doch wenn du ihn verpässt oder verarscht, wird er sauer und macht kurzen Prozess. Wenn du ihn lässt, wie er ist und nicht hintergehst, ja, dann baut er sich ja auch mal ein vom Silver Haze. Freund jährlich auf dem Waldfrieden. Wenn du sie dort finden solltest, kannst du alles kriegen. Sie haben Chemo, Drogen, Gruß und was zu rauchen für dich. Und das Silber ist zwar auch, doch das verkaufen sie nicht. Nein. Macht die Polizei mal Stress in seiner Chill-Ecke. Ist der Typ ganz plötzlich schon verschwunden von der Bildfläche. Ganz weit weg, nicht nur paar Straßen mit einer Schrottkarre. Wenn du immer freundlich warst, kriegst du vielleicht eine Postkarte. Und sein Freund, der raucht auch manchmal viel vom guten Haze und hat bei allem seine Finger im Spiel. Jede Knolle, die du rauchst, ist ganz sicher von ihm. Und solange du hier wohnst, kannst du dem dich nicht entziehen. Nein. Beide fahren gern nach Amsterdam, schmeißen Scheine durch die Stadt und schaffen Skunk heran. Sicher ist nur eins, die Moral von der Geschichte. Vielleicht hast du gutes Weed, aber Haze hast du nicht. Ha. Wer ist dieser Typ mit dem feinen Stoff in Delmenhorst? Der so gutes Weed wie aus dem Coffeeshop besorgt. Ist dein Stoff zu teuer und die Quali nicht okay? Dann besuch doch einfach mal den Typen mit dem Haze.